Ich denke mal, dass in den nächsten 10 Jahren vielleicht, sage ich mal, 30, 40, 50% der Werkstätten, die nur Benziner machen und sich nicht auf Elektro begeben, dann irgendwo ins Stocken kommen. Und möchte heute mal meine Erfahrung schildern, die ich habe mit der Elektromobilität und der Wirtschaft. Es ist einfach so, auch ich habe das mehr oder weniger den Stadtwerken zu verdanken, dass ich in 2016 mich dazu entschlossen habe, Elektroauto klingt nicht schlecht, müsste man vielleicht mal machen. Bist zwar Verbrenner, Kollege, seht ja selber, ich komme von der Autowerkstatt, ich bin Chef einer Autowerkstatt in Essen. Und dann habe ich mich einfach entschieden, was die anderen sagen, was geht mich das an? Wenn die dich für bekloppt halten, was sollst du machen? Du kannst ja auch darauf warten, dass dir das übergestülpt wird von irgendjemandem. Und da habe ich gesagt, nö. Und durch Zufall traf ich dann auf den Herrn Hermann von den Stadtwerken, der zu mir sagte, Junge, mach das. Das ist das, was wir brauchen können. Jessen, unterstütze ich dich. Ich sage, wie wollen wir das machen und was können wir tun? Naja, ich würde erstmal mindestens für ein Jahr für euch den Strom zur Verfügung stellen. Naja, sage ich, gucken, wie wollen wir das alles tun? Sprach mit meinem Innungsmeister von der Kfz-Innung hier in Wittenberg. So richtig, die Euphorie ist nicht da. Ich sage, nur wenn es keiner anpackt und keiner macht, was soll werden? Ende vom Lied, er zeigte mir damals Ende 2016 die Ladesäule, die er an Bahnhof installieren lassen wollte. Und seine Kollegen waren natürlich dazu nett, mir auch den eigenen Statut zu erklären. Ich selber besuchte Anfang 2017 einen Lehrgang bei der Firma Mennekes, weil ich als Kfz-Meister natürlich null Ahnung hatte, was für eine Ladesäule sollst du eigentlich errichten. Ich wusste, es wird keine Gleichstrom, einfach aus finanziellen Gründen. Ich war auch so vermessen, mich bei der Förderung anzumelden und wurde dort ausgelacht. Also bei der BAFA mehr oder weniger, die sagten, Einzelkämpfer, wir fördern nur so und so viel Euro pro geplante Kilowattstunde. Da sind natürlich die im Vorteil, die gleich mal 100, 200 Ladesäulen oder 50 Ladesäulen beantragen. Die kriegen ja 200 Preise, wie einer wie ich, der eine einzelne Ladestation, um das erstmal in Gang zu bringen, installiert. Ende vom Lied war, ich einigte mich mit der Firma Mennekes auch auf einen sehr guten Preis und bekam diese Ladestation geliefert. Und bei der Übergabe der Ladestation im Ende 2017, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon fast 10 Monate auf mein erstes Elektroauto gewartet, kam irgendwie schnell noch, ein Hyundai Ioniq, und war dann der Chef der Stadtwerke auch bei uns anwesend, war so fasziniert, dass wir das durchgezogen haben, dass er in seinem Elan gesagt hat, Zeitung war da, ich hatte hier noch Zeugen, wir würden das auch gerne bis 31.12.2019 machen mit der Förderung. Was natürlich in dem Sinne auch unseren Kunden zugutekommt. Meine Zahlen sind jetzt hier nicht dabei gewesen, meine Kilowattstunden. Wir sind zurzeit bei ungefähr 3.800, 3.900 Kilowattstunden angekommen, die wir in Elektroautos getankt haben. Und denken, dass das für den Zeitraum jetzt von einem Dreivierteljahr vielleicht schon mal ein ganz guter Ansatz ist. Wir merken natürlich als Autowerkstatt auch, öffentlicher Parkplatz ist da, Kunden können zu uns alle kostenlos tanken kommen. Viele reagieren, ich muss mich ja nicht mehr freischalten. Ja, wenn ich alleine erzähle, wie lange ich brauchte, um Mennekes dazu überzeugen, dass ich keiner freischalten muss, sondern es einfach genutzt werden kann, dann muss man natürlich dazu sagen, ihr gebt den Strom kostenlos. Ich sage, das Prozedere der Eichung war damals schon im Raum. Und das Prozedere der Abrechnung, dass ich jeden Monat so und so viel bezahlen muss, um jemanden zu finden, der das für mich abrechnet. Und dank der Solaranlage, die ich auch seit diesem Zeitraum auf dem Dach habe, habe ich einfach gesagt, was soll das? Wir stellen das zur Verfügung. Und ich hoffe auch, dass ich im nächsten Jahr dann mit den Stadtwerken einen Konsens finde, wie wir das weiterhin so leisten können. Und hoffe, dass natürlich auch viele verschiedene Fahrzeuge zu uns kommen. Das Positive ist, ich lerne auf die Art und Weise sehr viele verschiedene Fahrzeuge kennen aus der Elektromobilitätsgeschichte und kann dann natürlich auch dazu sagen,
Ich bin mal das Auto gefahren, ich bin mal das Auto gefahren. Was empfinde ich dann in welcher Qualität wie? Jetzt noch ein paar Worte zu dem, wie wir in der Innung hier agieren. Ich habe versucht, von der Firma Manicus einen Lehrer oder Instruktor zu finden, der das hier bei uns vorstellt, damit mehr Autohäuser versuchen, sich mit der Elektromobilität zu identifizieren. Wir haben das bei der Kfz-Innung angesprochen, haben das gemeinsam mit der Elektroinnung versucht zu machen. Ich muss sagen, es ist noch eine gewisse Ignoranz da. Wir alle, ein wenig. Wir alle, die wir hier sitzen, sagen natürlich klipp und klar, ja, das ist okay, wir wollen das so. Ich bin da genauso, ich hasse schon eine Weile länger die Diesel. Benziner nicht, ich muss hier von irgendwas leben. Aber mit Dieseln habe ich nicht mehr so viel am Hut, weil ich die Probleme, die dort sind, gerade auch für die Kunden zurzeit ins Uferlose steigen. Ich persönlich habe versucht, das anzukurbeln, habe es aber leider noch nicht geschafft, die Kfz und die Elektroinnung gemeinsam am Tisch zu kriegen, um zu sagen, wir lassen uns erstmal informieren, was können die Autohäuser für Lademöglichkeiten in ihren Autohäusern anbieten, die Chefs von den Kfz-Werkstätten. Und viele sagen, naja, du bist doch ein bisschen verrückt mit der Geschichte. Ich sage, ja, ich denke mal, dass in den nächsten 10 Jahren vielleicht, sage ich mal, 30%, 40%, 50% der Werkstätten, die nur Benziner machen und sich nicht auf Elektro begeben, dann irgendwo ins Stocken kommen. Warum soll ich aber als einer der wenigen, der das erkannt hat, dass das vielleicht die richtige Lösung sein könnte, gegenüber Erdgas und LPG-Gas, was wir ja schon mal sehr propagiert haben, warum soll ich nicht mit zu denen gehören, die dann nachher später sagen, ja, das war's, das haben wir richtig gemacht, das wollen wir so. Und es ist einfach so, wenn heute die Kunden ins Autohaus kommen, ich sage jetzt einfach nur Golf. Mein erstes gebrauchtes Elektroauto, was ich verkauft habe, habe ich an einen Berliner verkauft. Der kontaktierte mich per Telefon. Sie haben Elektroauto zu verkaufen? Das ist aber selten. Ich sage, warum nicht? Und so, dies und das. Ja, ich habe eine Solaranlage aufs Dach gebaut. Die Solaranlage erzeugt Strom. Ich muss einen Teil selber verbrauchen. Ist da nicht ein Elektroauto das Richtige? Ich sage, selbstverständlich. Kommen Sie her, schauen Sie sich das an, wie das funktioniert. Der kam zu mir, schaute sich das an und berichtete mir, ich war bei VW in Berlin, im VW-Zentrum, und da sagen die doch zu mir, wie ein Elektroauto, kaufen Sie sich doch einen vernünftigen Benziner, kaufen Sie sich einen vernünftigen Diesel, doch kein Elektroauto. Alter VW-Kunde, wollte sein VW in Zahlung geben. Ende vom Lied, er gab den VW bei mir in Zahlung, ich besorgte ihm natürlich gleich noch ein etwas stärkeres Ladekabel mit dazu, damit er das zu Hause hinkriegt, organisierte mit meinem Elektriker, der nach Berlin fuhr und ihm dann natürlich auch die Ladestation installierte. Und damit war alles gut. So, und da frage ich mich dann manchmal, warum denken die Autohäuser so, wie sie jetzt denken? Warum sind wir so noch in der Minderheit, diejenigen, die sagen, das wird was? Klar, heute Morgen hatte ich mit jemandem ein Gespräch, na, Elektroautos, das ist doch der Tod der Werkstätten. Ich sage, na, dann denke weiter so. Du musst einfach eins sehen. Ja, eine Inspektion kostet bei uns beim Golf ungefähr 90 bis 100 Euro. Das ist gegenüber den normalen Preisen 250 bis 350 Euro natürlich relativ wenig. Aber wenn wir als Kfz-Meister nicht dahinter stehen und das ein bisschen mitmachen oder so wie ich das mache, bei mir kann man sich das Elektroauto als Werkstattersatzwagen geben lassen, wenn die Kunden zu uns ihre Autos bringen, natürlich noch die meisten Verbrenner. Ich habe erst wenige Kunden im Elektrobereich. Von diesen 47 Autos, die jetzt hier vorne stehen, habe ich zurzeit ungefähr 10 Kunden mit einem Elektroauto. Muss aber dazu sagen, irgendwann hat jede Technik mal klein angefangen. Warum sollen wir das nicht tun? Und ich für mich selber muss natürlich auch dazu sagen, es bin nicht nur ich als Chef, der dahinter steht, sondern auch meine Angestellten stehen dahinter. Ich habe 2 Servicetechniker und einen jüngeren Meister und noch mehrere Kfz-Mechatroniker. Wir alle 7 haben die zweite Stufe von dem Hochvolt-Elektroniker in der Autobranche. Wir dürfen die Autos freischalten, wir dürfen sämtliche Reparaturen machen, außer den Akkutausch. Den dürfen wir noch nicht machen. Dann bräuchte ich noch eine Lehrungsstufe höher, will ich mich aber eigentlich nicht mit befassen. Da sollen sich dann die Hersteller mit befassen.
Aber als freie Werkstatt, ich betone frei, nicht irgendwie fahrzeuggebunden, bin ich froh, dass ich das so gemacht habe, wie ich es jetzt tue. Und noch eine kleine Episode am Rande. Mein erster Kunde, der bei mir an der Ladestation laden wollte, war ein junger Mann, Arbeitsanzug. Orange. Ich denke, ich möchte mal meinen Tesla laden. Ich denke, was? Wie sieht der denn aus? Tesla? Na gut. Habe früher viel Volvo gemacht, habe mich davon getrennt zu sagen, wie einer aussieht, was für ein Auto er kauft. Komme raus, ein 100er Tesla. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, inzwischen habe ich mit diesem Herrn aus Niedersachsen so eine guten Kontakte. Ich habe mich gestern mit ihm in Braunschweig getroffen und wir hatten noch wegen dem Auto gesprochen, der aus der Elektrobranche ist, wohlgemerkt. Und der sagte mir gestern, du, ich habe gehört, bei euch in Wittenberg ist ein Elektromobilitätstreffen. Hast du das schon gehört? Ich sage, du, ich gehe da sogar hin. Nee, das ist ja unglaublich. Aber ich sage mal, so klein ist die Welt. Es hat sich selbst bis Braunschweig rumgesprochen, dass wir heute hier sind. Und da war ich sowas von fasziniert, dass ich sage, top, dann finde ich das schon richtig toll, dass wir uns hier alle treffen und dass jeder so ein bisschen von seinen Erfahrungen berichtet.